Moin, sehr herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit dem M615, meine Wenigkeit. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter. Als letztes war das so, dass ich jetzt hier überlegt hatte gerade, was wir denn als nächstes machen. Unter anderem möchte ich heute Tierwesen fangen, die mir noch fehlen. Eines, was wir haben wir ja jetzt schon gekriegt tatsächlich. Ergibt Sinn, ne? Eins, was wir so haben wollen, haben wir schon gekriegt. Das andere tatsächlich, müssen wir mal gucken, wo es denn welche gibt. Und zwar zum Beispiel hier. Gut. Dafür wollte ich ja eh dann die ganze Seite hier ein bisschen abfliegen. Betont auch ein bisschen, denn ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob ich tatsächlich nicht einfach irgendwas Simples hier übersehen kann. Wie zum Beispiel das Ding hier. Das sieht so danach aus, als ob das da aufgemacht werden möchte. Aber eigentlich hier nichts drin ist. Das ist sehr ärgerlich. Ich hätte echt erwartet, dass es jetzt hier irgendwas Schönes, Tolles gibt. Hier ist eine Kiste hier oben. Warum um Himmels Willen ist hier eine Kiste? Muss man nicht verstehen. Gut, ja. Tatsächlich hier schön am Randgebiet. Gucken, ob wir irgendwie vielleicht irgendwas, da irgendwie irgendwas vielleicht irgendwo übersehen haben könnte. Ne, Landeplattform fehlen, es fehlen noch Merlin-Aufgaben. Alles das muss ich noch finden. Und deswegen machen wir jetzt hier. Aber das sieht auch danach aus, dass hier nichts ist, ne? Also so gar nichts. Hier sehen wir eine. Die habe ich schon gemacht. Yep. Die habe ich schon gemacht. Hier wieder zurück. Weil vielleicht ist irgendwo hier so eine Landeplattform. Rebellion. Die mir noch fehlt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier sozusagen rum muss. Wie weit ich hier rum muss, damit ich überhaupt die Karte sozusagen komplettiere. Aber es fühlt sich so an, als ob ich das denn schon mal getan hätte. So. Dann einmal hier rüber. Rebellion. Und hier hin. So. Ich brauche einen männlichen. Da. Ja. Moment. Sauber. Jetzt ist alles gut. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockschwanz. Rebellion. Aber hier ist auch nichts, ne? Angst zu kämpfen! Das sind nur einfach massiv viele Gegner. Wahrscheinlich einfach dafür da, dass du hier noch mal so ein bisschen leveln kannst. Ups, das war zu weit. Up. Wenn ich schon hier unterwegs bin, dann kann ich doch auch gucken, ob hier irgendwas am Rand im Sinne von wichtigen Geschichten sind. Was haben wir hier? Hier haben wir Mondkalb. Das brauche ich nicht. Was habe ich hier? Hier habe ich noch Schatzgewölbe, hier habe ich Nifflers. Was fehlt mir denn noch? Mir fehlt noch Einhorn und Grabhorn. Aber guck mal an, hier war ich gar nicht. Einhorn und Grabhorn. Einhorn ist, denke ich mal, auch eh
Eine schwierige Geschichte. Schwieriges, schwieriges Unterfangen. Und das Grabhorn, ja, das gibt's ja nur an einer Stelle. Revelio. Müssen wir mal gucken. Ob wir das nicht dann auch noch kriegen könnten. Und, ne, dafür muss ich hier, wie gesagt, erstmal einmal rumfliegen. Um alle Eventualitäten. Es könnte ja sein, dass hier hinten sich dann irgendwas Einfaches befindet, was man nicht so einfach findet. Revelio. Aber es scheint nicht so zu sein. Also hier ist wirklich nichts. So gar nichts. Es ärgert mich schon, wenn du dann hier einfach dann hier lang fliegst und denkst du von wegen, hier muss doch irgendwas sein. So. So, hier haben wir. Ah, guck mal an. Soll ich damals übersehen? Das ist hier Wasser. Das ist eine Wasserhöhle. Eine Wasserhöhle. Da muss natürlich auch einiges hin. So, das Einhorn war, glaube ich, oben im Wald. Da brauche ich ein männliches Einhorn. So. Wo könnte hier sich der Schatz befinden? Das wird wahrscheinlich hier der Durchgang sein. Da oben müssen wir hin. Kommen wir damit irgendwie... Können wir hier irgendwo stehen? Ja, können wir. Und zwar hier. Ach, hier. So, dann kommen wir hier rein und... War aber nicht die Truhe. Die Truhe wird ja anders gekennzeichnet. Das war eine, aber nicht die. Oder war es die? Die ist mir bloß nicht jetzt gekennzeichnet worden. Weil eigentlich, also praktisch gesehen, ist das ja schon. Revelio. Das ist ja schon eine wichtige Sache gewesen. Da haben wir Haken gehabt. Hier haben wir Tor gehabt. Hier ist nicht so, Alter. Haken und Tor. Schauen wir mal. Ob er uns, wenn er jetzt uns wieder rauslässt und wieder sagt, so von wegen hier, mein Freund, da ist was. Ob das dann das ist, was das sein sollte, was es ist. Weil wenn ja, dann ist alles gut. Wenn nein, dann ist es schlecht. Vorsichtig ausgedrückt. Vorsichtig ausgedrückt ist das dann schlecht. Gut. Aber es scheint das gewesen zu sein. So. Also Einhorn und Grabhorn. Sind wir noch dabei. Ja, und dann hier einmal rum. Genau, das Grabhorn befand sich hier unten irgendwo. Ne, das sind Kniesel. Hier haben wir auch nicht das Tier, was wir haben wollen. Hier haben wir Knuddelmuffs. Hippogreife. Kniesels. Knuddelmuffs. Grabhorn. Und ich brauche ein weibliches Grabhorn. Damit ihr das auch schon mal wisst, also weibliches Grabhorn ist die Aufgabe. Weibliches Grabhorn und ein männliches Einhorn. Revelio. Noch wieder hier weiter gucken, ob hier eventuell was sein könnte.
So was wie zum Beispiel eine Landebahn. Oder eine dieser netten Merlin-Prüfungen. Aber weder das eine noch das andere sehe ich hier. Das ist ja schon fast wunderbar. Rebellion. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier schon war. Weil hier ist eine Höhle. Ich kann mir gut auch schon mal besser aus. Ja, ja. Und hier habe ich auch einen Landeplatz. Ja, ja, ich war hier schon. Ich habe das, glaube ich, genau schon so gemacht, was ich jetzt gerade getan habe. Aber Safety first. Safety first. Weil ich jetzt tatsächlich nochmal sicherheitshalber einmal rum. Hier weiß ich nicht sicher. Wenn ich jetzt mir das jetzt hier schon angucke, weiß ich nicht, wie sicher ich hier lang geflogen bin. Auch da gehen wir einmal außen lang. Auch da einmal außen rum. Und dann schauen wir beim außen rum schauen, ob da nicht nur noch was anderes da ist, als auch das außen rum gucken. Ja. Naja, und die Brut, die kann man ja überall dann schon mal hingeben. Dazu haben wir dann die Aufgabe der Tierwesen. Wir haben jetzt schon zwei. Theoretisch hätte ich ja sogar noch drei, weil eins habe ich tatsächlich einfach nur keine Brut gelegen lassen. Also, dass sie kleine Tierwesen erschaffen. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Das stimmt, hier sind sehr viele Gegner. Hier sind sehr viele Gegner. Die sind da einfach so hingespawnt. Gut. Richtung Trollversteck. Ja. Richtung Trollversteck und dann außen lang. Richtung Trollversteck. Da und dann außen lang. Einmal um zu gucken, ob hier irgendwie noch irgendwas ist. Wie gesagt, Landebahn, Merlin-Prüfung. Alles, was das Herz begehrt. Oder eben auch nicht begehrt. Ich denke ja nicht. Na klar, könnte man als hätte man alles offscreen machen können. Genug. Na, aber das schöne weite Ozean. Das schöne weit. Da haben wir eine Landebahn. Die habe ich glaube ich auch schon aktiviert. Ich würde mir das hier anzeigen. Vorstellen, dass wir hier auch schon lang geflogen sind. Rebellion. Dass ich hier auch schon sehr lang geflogen bin. Und einfach irgendwas nicht gefunden habe oder doch gefunden habe. Das, wie gesagt, Schatzgewölbes. Die man alle finden kann, darf, muss, soll. Vielleicht auch auf der Rückseite. Wie gesagt, das sind einige Geschichten, die ich wirklich hier noch nicht gefunden hatte. Aber hier ist nichts. Keine Merlin-Prüfung. Rebellion.
kein irgendwie Tierwesen, was noch gefunden werden will. Gar nichts. Gut. Dann ab hier hin. Und dann ab. Ins Wasser. Ja. So, was haben wir denn hier? Ich wollte schon sagen, ich habe gelenkt. Ich habe gelenkt. Aber das Spiel sagte nein. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja. Gefühlt ist das auch immer jetzt dieselbe Aufgabe, ne? Jetzt in letzter Zeit. Einfach nur rüber. Hoch, hoch und Truhe öffnen. Lavendelblauer Frack. Ja, dann sind wir schon beim Grabhorn, ne? Dann sind wir schon beim Grabhorn. Wie gesagt, das muss männlich sein. Weiblich, Entschuldigung, es muss weiblich sein. Damit wir auch kleine Grabhorns holen können. Und dann geht es weiter. Dann brauchen wir Tränke, weil ich habe tatsächlich noch mal geguckt. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, so von wegen, ich guck sicherheitshalber noch mal nach. So. Was ich vielleicht falsch gemacht habe, anhand der Geschichte mit den Tränken und alles drum und dran. Und tatsächlich, ich habe alles tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht tatsächlich irgendwas noch mal neu sehen muss oder alles auf Anhieb ernten soll. Rebellion. Oder alles auf einer Station ernten muss. Das kannst du auch haben. Weiß ich alles nicht. Oder ob mir irgendwas grundsätzlich an Ideen fehlt. So, das sieht hier gottverdammt nochmal nach einer Merlin-Prüfung aus. Und ich sehe eine! Ich habe eine Merlin-Prüfung gefunden! Da ist das Grabhorn nicht mehr so wichtig! Ist das Grabhorn nicht mehr so wichtig? Ich habe eine Merlin-Prüfung gefunden. Befindet sich hier. Da hinten. So, bist du die letzte Merlin-Prüfung? Das wäre schon klasse. Höfliche Kämpfe mochte ich. Okay, ich brauche Flipendo. Aber bevor ich Flipendo einsetze. Gut. So, vielleicht ist das die letzte Merlin. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. So, wir wissen ja, Flipendo. So, die Frage ist nur. Wie viele sind es? Eigentlich sind es ja immer drei. Flipendo.
Und dann ist es noch einmal hier lang. Falsch. Danke. So, Nummer 1. Und du bist dann Nummer 2 hier. Ist auch noch eine Truhe. Ah, Powertrank. Das ist natürlich nicht gut. Weil die Powertränke müssen wir ja noch brauen. Revelio. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Bauern mehr gesehen. Was würde ich ohne Revelio machen? Also. Merlins Bart! Wir haben die Merlins gefunden, alle fertig. Fantastisch! So, ab zum Grabhorn. Rebellion. So, weil jetzt sind es ja noch die Landeplätze. Oh, noch eine Höhle. Euch mag ich nicht. Alohomora. Ich mach Alohomora. Ich mach erstmal Schloss auf. Vielleicht kämpfe ich dann gegen euch. Wenn ich Lust habe. Wenn ich Lust habe, kämpfe ich dann gegen euch. Ist das ein Deal? Okay, ich hab Lust. Contingo. Gut. Ne, ich hab denen ja die Option gelassen. Also, so ist es nicht. So. Wo wir bei Optionen sind, da ist die Option, die wir haben wollen. Eine Truhe. Und in dieser Truhe befindet sich ein Umhang. Schulumhang. So. Revelio. Haben wir noch irgendwas Schönes, was ich jetzt hier völlig übersehen habe bisher? Ach, wie gesagt, das ist so wichtig gewesen jetzt. So. Kollege Grabhorn. Bist du ein Weibchen? Bist du ein Weibchen? Jawohl! Ruhig. Ich tu dir nichts. Sehr schön. Ab zum Einhorn! Ich weiß zumindest, dass die Einhörner nämlich im Wald da oben sind. Nein. Sind im Wald. Nein. Ich will einfach nur nach da oben. So, an Hogwarts vorbei. Hier irgendwo sind Einhörner. Da sind Hippogreife. Testrale. Mondkälber. Mondkälber. Kröten. Knuddelmuffs. Testrale. Da, Einhörner. Und ich brauche ein männliches Einhorn. Ein männliches Einhorn und dann gehen wir rüber in den Raum der Wünsche.
Aktivieren alles, was wir nicht zu aktivieren hatten. Ja, und freuen uns unseres Lebens, ne? Weil, es ist, wie gesagt, das Spiel neigt sich seinem Ende zu. Und tatsächlich in den nächsten Folgen ist das auch mal so, dass ich nochmal neue Spielstände tatsächlich starten muss, damit wir bestimmte Sachen nochmal erreichen können. Heißt also die verschiedenen Häuser und so und wie die Häuser aussehen. Können wir ja auch theoretisch nochmal machen. Wie die Häuser aussehen. Wir waren ja bislang immer nur bei Hufflepuff. Ja, Team Hufflepuff und so. Aber praktisch gesehen müssen wir natürlich auch die anderen Sachen mal uns angucken. So, also. Du bist so laut wie ein Troll. Levioso! Will ich weiter Stress oder bin ich jetzt weg? Danke. Da habe ich schon leise. Anstehen! Oder ich zähle wie auch so! So, jetzt will es aber kein Stress mehr, oder? Gott, ey. So, hier, wie gesagt, männliches Einhorn. Bitte sei ein männliches Einhorn. Das ist ein Elch. Das ist ein Reh. Nee, das ist ein Hirsch. Wie komme ich auf Elch? Es wäre schön, ein Elch. In diesem Spiel gibt es Elche. Wir spielen die skandinavische Version von Hogwarts Legacy. Wo es keine Hirsche, sondern Elche gibt. Revelio. Sehr schön. Arresto Momento. So. Ich pass auf dich auf. Und wie gesagt, es ist kein Schnitt drin gewesen. Das war Gott. Gott sei Dank so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wie fantastisch ist das denn bitte? Oh, das Einhorn, normalerweise schwieriges Tierwesen hatten wir ja schon mal hier gesehen. Das ist nicht einfach, so ein Einhorn zu fangen. Hammer! Hammer, 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 Hammer. Das auf Anhieb. Ich persönlich bin begeistert und ich würde natürlich diesem Video ein Like geben. Wäre nett, wenn ihr es auch tätet. Alleine für das Einhorn fangen. So. Wo wir bei alleine sind. Alleine hierfür hat es sich ja gelohnt, hierher zu laufen. So. Ja, als erstes Tierwesen. So, ich glaube, hier haben wir nichts drin, was wir irgendwie machen sollten. Aber in den anderen Räumen. So, unter anderem hier, glaube ich. Hier haben wir, genau, hier haben wir ein Einhorn. Dafür brauchten wir ein zweites Einhorn. So. Dann dürft ihr Einhorn, jetzt Einhornbabys machen. Ja, praktisch gesehen, man müsste es so böse sagen, praktisch gesehen brauche ich jetzt den... Das hier so überhaupt nicht mehr. Ach, hier. Nein, wir brauchen auch hier keine Deko-Elemente. Klar, jetzt mag der ein oder andere sagen, boah, Deko-Elemente ist doch eine schöne Geschichte. Aber nein. So.
Kann man mehr als eins beschwören? Tatsache, ich kann mehr als eins beschwören sogar. Cool. So. Das muss ja auch nicht schön sein. Das muss einfach nur hierher passen. Gut. Also dann. Genau, ich muss euch einmal paaren lassen. So, dann die Einhörner. So. Und die Grabhörner. Eine halbe Stunde brauchen die. Ja, warte. Dann ist doch eine Sache, die ich hier noch brauche. Und zwar hier. Ja, gut, die futtern, die wollen jetzt nicht. Du willst aber. Sehr schön. Das alles wichtig einzuholen. Phönixfeder. Nein, nicht schießen. Okay. Hier muss noch das Grabhorn, ne? So. Sehr schön. Einzigartige Tierwesen züchten. ...98%, Raum der Wünsche 100%. Dafür kriegen wir eine Maske, und zwar ist es die legendäre Maske. Sieht auch nicht gerade schlecht aus. Dafür können wir jetzt den Demigal wieder wegnehmen. So, legendäre Maske. Aber Brutzeit schlüpft, Brutzeit schlüpft, schlüpft Brutzeit. Aber ich möchte jetzt erstmal wieder raus. Weil ein Tierwesen müssen wir jetzt ja noch züchten. Dann habe ich nämlich alle Tierwesen gezüchtet. Gibt es, wie gesagt, auch eine Trophäe. Solange es nicht die Aufgabe ist, züchte alle gleichzeitig, ist alles gut. Aber das kannst du natürlich auch haben. So. Genau, hier haben wir Einhorn, das ist ja... Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Nicht so wichtig. Dann haben wir ihn dafür. So. Nicht wegfliegen. Lieb gehabt werden willst du. Dankeschön. Feder. So. Und dann einmal auch ihn züchten. Hippogreif liebhaben. Nein. Liebhaben. Nicht angreifen. Ich habe
Gut. Nächsten. Hier rein. Hier haben wir Kröten, 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 Kröten. Niffler. Warum auch immer hier die Brut des Nifflers ist. Das glaubt Professor Haue nie. Kniesel mitnehmen. Können wir nämlich die alle samt verkaufen. Ich kann hier auch wieder die erstmal die Tierwesen wieder lieb haben. Um eben Dinge zu kriegen. So, du futterst jetzt auch eben fix. Boah, guck mal. Brut des Kniesels in schillernder Variante. Nein, Frosch. Ich wollte dich lieb haben. Ich schieße sie mal ab. Ich will das gar nicht. Gut. Ich habe euch alle eigentlich ganz toll lieb. Aber warum auch immer schieße ich die ganze Zeit auf euch? Ich will das gar nicht. Ich will sie alle nur lieb haben. So. Dann tatsächlich habe ich das dann hier? Ja. So. Du zurück. Ruhig. Ich tu dir nichts. Knuddelmuff. Nein. Das sind kleine Nifflers, das ist ein großer Niffler. Der möchte auch Fell abgeben. Habe ich den anderen jetzt nicht hier reingetan? Nee. Habe ich nicht. Und dann... Fantastisch, aus 2 mach mehr. Trophäe erhalten. Sehr gut. So, dann heißt das alles einsammeln einmal. Was hieß, dass ich tatsächlich alles auf einmal einsammeln soll. Also auf einmal im Sinne von auch Dünger. Dann die Trophäe kriegt. Malvenkraut. Nein. Samen. 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 Ah, okay. Da sind die hier, ne? Und damit haben wir es. Stumpf und Stiel. Ja. Siehst du hier, das ist Muttergewächs und das ist kleines Gewächs. Sehr gut. Okay, dann das nächste. Interagieren. Wir sollen alle Sachen einmal brauen. Alles außer das hier. Auch da ist dieselbe Geschichte, die, dass wir alles auf einmal mitnehmen müssen. Auch das ist gar kein Problem, denke ich mal. Fokustrank, Unsichtbarkeit und das letzte Unsichtbarkeit. Donnergebräu. Alles auf einmal. Jetzt, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach leider so. Die haben das so konstruiert, dass du das tatsächlich alles schön so auf einmal machen sollst. Mit was auch immer für eine Begründung. So. Wir haben keine Federn. Ja. Das kann ich machen. Mondkalb.
ich nochmal machen. Und das kann ich nochmal machen. Sehr schön. Was haben wir Maximum? Mondkalb. Nochmal machen. Sehr schön. Da fehlen die Federn. Gut. Genau, haben wir auch noch den Trank hier. Dann kann ich auch mal hier noch den mal hier brauen. Einfach sicherheitshalber, bevor es dann heißt, so von wegen, ja, aber eigentlich solltest du den auch noch brauen. So ein bisschen, so. Ja, ich weiß, lange, lange Zeit haben wir jetzt schon wieder, aber dafür habe ich jetzt schon ziemlich viele Trophäen geholt. Wie gesagt, es fehlt jetzt nur noch das Mitnehmen der Tränke. Und dann haben wir es. So, seid ihr schon fertig? Ja. Also, Trank mitnehmen. Trank mitnehmen. Da haben wir es. Vielen Dank für die Blumen. Trank mitnehmen. Du brauchst nicht. Du brauchst noch ein bisschen. Trank mitnehmen. Trank mitnehmen. Und Trank mitnehmen. So, praktisch gesehen brauchen wir eigentlich den Trank jetzt... Ah, der ist auch schon fertig. Trank mitnehmen. Und damit haben wir schon wieder viele, viele Trophäen gekriegt, viele andere Aufgaben gekriegt, sehr viele Sachen gekriegt in dieser Woche. Ich bin persönlich begeistert. Praktisch gesehen ist noch kampfmäßig, ja, ein Kampf. Und zwar gegen berüchtigte Gegner. Zwei Stück, die wir hier noch auf der Map irgendwo finden müssen. Dann noch Nebenaufgaben, zwei Stück. Dann haben wir noch die Landeplattformen, da fehlen zwei Stück. Alte Magie fehlt auch noch einer. Und die Handbuchseiten in Hogsmeade. Das alles und noch viel mehr seht wir nächste Woche, übernächste Woche, demnächst. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.